Das ist unser neues Victory Rangefinder System, sagen wir. Ist ein Fernglas mit integriertem Entfernungsmesser natürlich und mit integriertem Echtzeit-Ballistikrechner. Das heißt, das Fernglas ermittelt natürlich die Werte wie Entfernung, winkelkorrigierte Entfernung und hat dabei auch unter Berücksichtigung der Luftdruckwerte und Wetterwerte von der Position des Schützen direkt draußen im Feld. Eine andere Besonderheit dieses Gerätes ist, dass ich die ballistischen Daten von der Zeiss Hunting App direkt rüberziehen kann auf das Gerät und also daher meine ballistischen Werte, die ich für meine Waffe ermittelt habe, in der Zeiss Hunting App angelegt habe, direkt übertragen kann auf das Gerät und dadurch natürlich noch genauere Werte in Bezug auf die Wetterwerte für einen Schuss auf alle Entfernungen bekomme. Wir sind jetzt hier in der Zeiss Hunting App selber unter dem Menüpunkt Connected Products. Ich sehe also hier erst einmal die Seriennummer des Produktes, mit dem ich mich verbinden möchte. Ich halte jetzt hier die Set-Taste gedrückt am Rangefinder selber. Jetzt sehe ich hier, jawohl, ich bin verbunden und kann jetzt in der App alle Daten am Rangefinder direkt verstellen oder bearbeiten. Das geht los bei der Ergebnisanzeige, wo ich dann wählen kann zwischen 7 voreingestellten Anzeigen, was mir das Gerät anzeigen soll. Ich kann aber auch meine eigenen Menüpunkte letztendlich anwählen. In dem Falle jetzt hier Entfernung, winkelkorrigierte Entfernung und als dritter Wert die Klickverstellung für mein angegebenes Zielfernrohr. Ich kann hergehen bei der Ballistik. Ich habe in dem Gerät direkt 9 ballistische Kurven automatisch schon vorinstalliert. Die entsprechen den ASV Plus Ringen 1 bis 9 und habe hier oben die Möglichkeit, mir direkt bis zu 9 Ballistikprofile von der Zeiss Hunting App, die ich für meine Waffen erstellt habe, direkt auf das Gerät rüberzuziehen. Das Gerät der Menüpunkt mit dem Sternchen, der ist definitiv angewählt und der wird nachher in dem Gerät live zur Berechnung letztendlich genutzt. Darüber hinaus kann ich auch die Geräteeinstellungen wie die Helligkeit des Displays, Umstellung von Meter auf Yard, den Lasermodus, ob das optimale Ziel oder das letzte Ziel angezeigt werden soll, alles dies kann ich direkt in der App oder aber natürlich auch mit der Set-Taste im Produkt umstellen. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, alle Einstellungen, die ich am Produkt oder an der App vorgenommen habe, die später hier über die Synchronisation auf das jeweils andere Gerät zu übertragen. Dann bin ich sicher, dass ich alles das, was ich hier geändert und eingegeben habe, nachher im Feld ohne eine direkte Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten auch nutzen kann. Preislich liegen wir bei einem Preis von 2.995 für das 8x42 und geht hoch bis 3.295 für das 10x54.